Redhawk Gaming Week. Ja, Leute, Spiel ist gut zu entwickeln, aber was machen wir, wenn das gibt noch Bugs? Viel Spaß! Hallo Leute, willkommen zurück bei Red Talks für unsere Gaming Week, Red Talks Gaming Week. Jetzt vorneweg, wir haben Erfolge jetzt. Ich hoffe mal mit diesem neuen Add-on, dass man bekommt wieder mehr Erfolge. Aber werden wir alles erlebt in dieser Folge. Okay, weiter geht's. Mafia Add-on ist am Arbeit, aber das gibt auch Bugs. Einige Fans hat sich ein besseres Story, ja, aber Entwicklung versetzt. Und die Sidequest wird auch einfach geforscht. Boah. Ey, wir haben 1 Million Umsatz gemacht. Mit einem Spiel, das ist Wahnsinn, oder? Okay, aber jetzt. Man sollte einfach wieder Gameplay-Features forschen. Ah, das ist Wahnsinn. Das ist das größte Erfolg für den Moment. Er ist sehr, sehr beliebt, das Spiel. Hein? Aber jetzt muss man auch einfach diese Add-on. Viele Fans sind begeistert von der Steuerung. Okay, Entwicklung abschließen. Und der Publisher gebe. Okay. Jetzt Achtung, was kommt draus? Ah, 76%, nicht schlecht. Okay, aber trotzdem, wir machen noch einfach eine noch ein Update, kostenlos Update zu Mafia. Neue Spielmodus, neue Hintergrundkarte, neue Soundeffekte. Ja. Okay. Und weiter geht's. Man sollte auch einfach das Spiel verbessern. Also, schaut ihr das an? Da, mit dieser Add-on, wow, die kaufen auch das wie bekloppt einfach. Aber mit dem kleinen Teams, das ist okay einfach. Okay, die Add-on haben wir gemacht, okay. Ich werde sagen, machen wir wieder ein neues. Nein, lass mal einfach so. Ja, aber ich weiß auch nicht. Wie ist das? Hinweis, Videogame, boom. Plus 50% Videospiel, okay. Okay, jetzt, ich werde sagen, wir forschen jetzt Genre, ein neuer Genre, Aktion, Rollenspiel, Strategie. Forschen wir Aktionen. Aber was ist das immer? Ah, das sind. Ah, vielleicht ist das. Zufriedenheit ist grün. Okay. So, beste Soundtrack. Okay, beste Grafik. Entwickler des Jahres. Spiel des Jahres. Okay. Okay, aber jetzt. Man könnte einfach wieder. Kostenlos. An dem. Add-on wieder dran arbeiten. Ja, weil. Wir können das einfach auch verbessern. Wir haben schon 8000 Fans. Und das geht immer noch nach oben. Ne? Und der Umsatz stimmt auch. Ne? 5 Millionen Umsatz. Oh. Aber dass Mafia so stark einbrecht, neue Forschung, Primitiv KI Level 2, okay, das könnte man einfach. Aladdin ist raus aus dem Markt, okay. Man hat nicht so einen Gewinn gemacht. Okay, jetzt, was könnte man einfach jetzt machen? Ist Engine entwickeln? Nein. Ich werde sagen. Man könnte auch einfach Auftrags so Auftragsspiel für andere Publisher machen und da bekommen wir auch einfach
sehr viel Geld. Man könnte einfach auch das versuchen. Ah, die wollen eine geben einfach. Schaut ihr das an. Das machen wir auch hier. Okay, War. Alan Love, okay. Rennenspiel. Optima. Machen wir Optima. Autos. Untergenre. Rennspiel ist schon dabei. Dann machen wir Adventure. Unterthema. Unterthema machen wir Mafia. Ja. Ohne Lizenz, ja. Opel Plus. Dann nehmen wir das neue Game One X, jawohl. Da hat sie sich schon auch sowieso die Erfahrung mit Plattform wirkt sich auf Grafik und Technik aus. Okay. Okay. Alles gut. Alle Sprache. Und jetzt machen wir alle Features rein. Okay. Okay, und jetzt man bekommt auch Geld von dem so die Konkurrent für ein Spiel zu entwickeln. Warum nicht? Das lässt uns Zeit für die Forschung an diese. Ich könnte sogar noch eine Forscher anstellen, aber. Oh, es gab Probleme mit aktuell Treiber für verschiedene Eingabegeräte. Einige Funktion muss umgehen, neu beschrieben werden. Minus 11. Oh. Na gut, aber wir haben sowieso Bugs. Wir haben sowieso Bugs, das ist auch nicht so schlimm. Entwicklung versetzen. Mafia! Boah, eine Gewinn von 2,2 Millionen. Hohoho. Respekt. Das Spiel ist gelaufen, Leute. Dadurch machen wir auch ein neues Spiel danach. Ja, weil jetzt. Wir sollen eine Vorsetzung machen mit Gran Turismo. Ja, Gran Turismo 3 kommt. Aber jetzt, da ist noch die Sache mit die Bugs, dass trotzdem der Spiel wird auch einfach verbessern. Okay, die machen noch wieder eine Marktkampagne für das Adeon, aber ja, der Adeon verkauft sich auch nicht so gut. Aber gut, trotzdem fast. Halbe Million schon erreicht. Jetzt, ich bin mal gespannt mit unserem Spiel, was wir bringen für der Konkurrent, ob man Erfolge hat. Ich denke schon. Okay, der Spiel ist schon fertig. Man kann die Entwicklung abschließen, Spiel abgeben. Okay, Achtung. Für ab 6 Jahre. Boah, der hat auch eine gute Bewertung. Hat uns erreicht, ob sich ein Kauf lohnt. Und da hat man noch einfach einen Bonus trotzdem bekommen. Nicht schlecht. Wir haben einfach für die Konkurrent etwas gut gemacht. So, aber jetzt, das ist Zeit, dass wir entwickeln ein neues Spiel. Eine Vorsetzung. Vorsetzung von Gran Turismo 2. Weil Mafia, das lassen wir für den Moment. Gran Turismo 2, Rennspiel, Autos, Untergenre. Machen wir Adventure. Und machen wir Filme dazu. Adventurenfilme. So, Plattform. Jetzt nehmen wir Opel Plus.
Ah, mit dem Engine. Nehmen wir die. Okay, Plattform 2. Nehmen wir Commodore. Oh, da sind wir auch gut dabei mit dieser Engine. Okay, alles gut. Sidequest, Cheatcode, alles was funktioniert, nehmen wir mit. Okay, und loslege. Gran Turismo 2, nein, Gran Turismo 3. Das ist die Vorsetzung. Und jetzt. Die Fans sind bereit gespannt auf die Fortsetzung Gran Turismo 2. Du hast einen Hyperbonus. Ein Hyperbonus erhalten. Okay. Neue Spieleentwickler. Man könnte den auch nehmen. Aber da würde ich sagen, da muss man eine neue Büro einfach hinsetzen, dass der Kollege einfach. Oh, auch zu uns komme. Ja, weil. Hopp, hier, jawohl. Und da hole ich mir den neuen Mitarbeiter, Arbeitsmarkt. Wo ist der? Johnny Karmuck. Okay, hopp, anstellen. Willkommen bei uns. Ich werde sagen, wir nehmen eine. Ja, wir haben jetzt nur eine Spiel, dann nehmen wir einen kleinen Messestand. Gran Turismo 3. Man spricht darüber. Plus 202 Fans, okay. So, jetzt müssen wir auch denken an die Forschung. Genre, man könnte auch am Genre denken, Rollenspiel, Strategie. Unbeliebt ist es halt die Strategie. Hopp. Entwicklung vorsetzt. Da hat man wieder Bugs. Kopierschutz wird freigeschaltet. Heute wird das erst effektiv. Oh, okay. Man könnte jetzt mit Kopierschutz unser Spiel. Veröffentlicht, okay. Okay, die zwei Forscher, die sind gut, hein? Die forschen so, die machen einfach einen guten Job einfach. Hein? Okay. Oh, jetzt wir haben die ganze Bugs besiege, okay. Entwicklung abschließt, Publisher suche. So, aber das ist Komani. Ich habe immer mit Komani. Okay, Gran Turismo 3, jawohl, jetzt ab 0 Jahr, okay. Das ist wieder ein Hit. Wow, das ist der beste Spiel, Hit für den Moment. Im Gesamt, ist das sehr unterhaltsam und hängt viel Konkurrentprodukt ab. Ich bin mir sicher, dass die Grafik gegen irgendein Naturgesetz verstoßt. Absolut perfekt. Okay. Jetzt haben wir auch was gut gemacht. Kostenlos Update zu die Mafia-Addon, weil ich sehe auch schon, dass man verkauft auch nicht mehr so viel. Aber oh, die Mafia-Addon, oh, das war eine miese Geschäft. Okay. Dann machen wir vielleicht ein Update-Addon zum Gran Turismo 3. Verbesserung ist immer gern gesehen, oder?
Okay. Und ich fand mehr Content. Oh, ja, okay, gut, mehr Content. Aber das Konto ist auch schon gut gefüllt, mit 6 Millionen. Viele Fans sind begeistert von Sound und Gran Turismo 3, ja. Okay. Ein besserer Spieltiefe, okay, aber man könnte trotzdem immer noch das Spiel verbessern. Mit zwei neuen Updates. Dass man auch wieder das Spiel. Einige Fans zu sehr casual Gamer entwickeln würde. Ja. Wow, aber wir haben auch schon 1,1 Millionen. Okay. Beste Grafik. Oh, Entwickler des Jahres. Red Tox Gaming. Jawohl. Wir sind jetzt mit den Mad Game Awards. Videogame Crash. Oh je, oh je. Okay, aber das heißt, dass wir machen wieder eine Engine entwickeln. Alt Engine Update. Man könnte es versuchen oder. Ah, wir haben noch nicht etwas Neues. Ah. Nee, dann. Nein, dann lassen wir das. Wollen wir das auch nicht so entwickeln? Ich werde sagen, führen wir ein kostenloses Update noch einmal zum Gran Turismo 3. Ja, wir sollen einfach auch alles verbessern für das Spiel. Er ist sehr, sehr beliebt. Ne? Schaut ihr das an? Der hat schon 95 Hertz. Ne? 95 Hertz, das ist nicht schlecht. Okay, das ist Zeit, dass wir bringen auch ein Kostenpflicht-Addon. So, Rennspiel, okay. Addon, was könnte man? Standalone. Was ist das, ein Standalone? Moment. Normal Addon benötigt die Hauptspiele. Standalone Addon benötigt nicht, aber mindestens eine neue Kampagne. Die Verkaufszahl des Hauptspiels. Viele, die Verkaufszahl können als Urliege, als wie beim Urspiel. Ah, ich werde mal versuchen, einen Standalone. Okay, neue Kampagne. Auf jeden Fall alles, alles, alles. Das machen wir auch. Alle Sprache. Okay. Ich versuche einfach eine Standalone. Oh, viele Fans haben geschrieben, dass sie sind sehr zufrieden. Okay. Entwicklung versetzt. Und übrig, ich habe auch nicht geschaut, haben die Musik bei die Forscher, nein, die haben keine Musik, aber die arbeiten auch einfach. Genre, vielleicht könnte man einfach entwickeln die Plattformen. Okay. Au. Oh. Keine Leiter, Design. So, Adrian, der Publisher gebe. Jawohl. Okay, jetzt mal schauen. Das ist ein sehr, sehr guter Addon. Jawohl. Plattform, drei Plattformen wird freigeschaltet jetzt. Oh. Okay, wir sind auch sehr, sehr gut jetzt. Hein? Okay, das heißt, dass jetzt wir machen vielleicht eine neue Entwicklung, Spiel entwickelt. Was ist jetzt im Moment Trend? Ah, okay, Mama, neues Spiel oder Mama, Vorsetzung.
aus Aladdin. Aladdin, jawohl. Johnny Carmuck. Ja, oder. Ja, der ist am besten für den Moment. Unmotiviert, Arbeiter langsam. Okay, okay. Okay. Unterthema. Machen wir Filme im Unterthema. Ohne Lizenz, mit Lizenz. Jawohl. Weil das ist eine. Wir haben auch schon die Lizenz gekauft. Mit unserer Engine. Dass die. Diese Engine, okay. Okay, Multiplattform. Mal Apple Plus. Commander. Und Mama Astro Arcade. Okay. Jetzt Achtung, was haben wir? Alles. Mit Kopierschutz. Ah. Ich muss vielleicht einen Kopierschutz erwerben. Safe. Jawohl. Was nehmen wir? Mit dem Kopierschutz. Das kostet auch Geld, aber egal. So, alles aktiviert. Oh, wir sind auch bald mit dem Zeit. Schau ich gerade. Okay, und dem Spielnamen wird bereit vergeben. Ja, aber gut. Das ist doch einfach Aladdin 2 dann. Okay, die Fahnen sind bereit gespannt auf die Fortsetzung von Aladdin. Du hast ein IP-Bonus erhalten. Okay. Ja, und Gran Turismo 3 verkauft sich auch einfach wirklich top. Also. Man sollte vielleicht noch eine stark Optik-Priorität gewünscht. Ja, okay. Viele Fans sind begeistert. Ah. Ja, die Grafik. Die sind alle begeistert von unserer Grafik einfach. Okay, wir haben auch. Oh, so viel Bugs wieder dabei. Produkt WFF, nein. Entwicklung Vorsätze. Wir sollen auch die ganze Bugs einfach. Katari! Ah, Katari! Ah, das Adeon funktioniert trotzdem, das Gran Turismo 3 Adeon. Aber das Spiel Gran Turismo 3 verkauft sich wie bekloppt einfach. Und ich glaube, dass mit dem. So, das ist ein Early Access, aber ich glaube, man könnte auch einfach auch die Konsole selber forschen. Das muss man auch einfach schauen, wie das funktioniert. Ob man könnte das auch machen. Mal, das ist möglich. Ich muss mir in die Forschung schauen. Okay, Gesamt. Mittlere Messstand. Ja, nehmen wir die große Messestand. Okay, Spielewahl. Aladdin. Spiel 2, Gran Turismo 3. Und das hier. Okay. Oh, da haben wir wieder Fans. Ja, wir sollen einfach auch überall bekannt. Red Tox Gaming muss auch bekannt sein. So. Noch ein Bugs. Okay, jetzt. Die Bugs sind fertig. Entwicklung abschließt. Und gehen wir an die Publisher. Beziehung. Wir sind einfach sehr, sehr gut mit die Beziehung. Mit Komani. Dann bleiben wir auch bei Komami. So, Mad Game Software Rating 6 ab 6 Jahren. Ja,
Ah, nicht. Oh, das ist doch die It. Oh, 80%. Okay. Aber dadurch mache ich auch diese Folge am Ende. Ich hoffe, Sie haben auch Spaß gehabt, so wie ich jetzt gerade. Das Spiel macht wirklich Spaß. Ich schaue auch nicht mehr so die Zeit, aber ich hätte gerne noch weitermachen, aber in dieser Folge nicht morgen. Wir sehen uns sowieso morgen wieder. Ich wünsche euch alles gut. Wir sehen uns noch. Ciao, mach's gut.